Hast du auch genug davon, ständig auf dein Handy zu schauen, um keine wichtigen Anrufe oder Nachrichten zu verpassen? Oder wie wäre es, wenn du deine Fitness ohne zusätzliches Gerät direkt am Handgelenk tracken könntest? Mit einer Smartwatch wird all das und noch viel mehr möglich. In diesem Video stelle ich dir die 5 besten Smartwatches vor, damit du immer auf dem neuesten Stand der Technik bist und den perfekten Begleiter für deinen Alltag findest. Die Herausforderung ist, dass nicht jede Smartwatch für jeden die perfekte Wahl ist. Es kommt auf deine persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen an. Ob du nun ein Fitnessfanatiker, ein Vieltelefonierer oder einfach nur technikbegeistert bist, für jeden ist die passende Smartwatch dabei. Starte durch in eine vernetzte Zukunft und finde mit meiner Hilfe deine perfekte Smartwatch. Bleib dran und lass uns gemeinsam in die Welt der Smartwatches eintauchen. Vergiss nicht, alle Smartwatches, die wir heute vorstellen, findest du in der Videobeschreibung. Klick einfach auf die Amazon-Links und hol dir dort alle weiteren Informationen und natürlich auch deine Lieblings-Smartwatch. Und falls dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch unseren Kanal. Damit unterstützt du uns enorm und verpasst keine spannenden neuen Inhalte mehr. Danke. Willkommen zurück, Tech-Liebhaber. Bist du bereit, in die aufregende Welt der Smartwatches einzutauchen? Dann steck die Kopfhörer ein, lehn dich zurück und schau genau hin. Denn in diesem Video geben wir dir detaillierte Tipps und Ratschläge, auf was du beim Kauf einer Smartwatch achten musst. Ob es um den Akku geht, das Display, die Kompatibilität mit deinem Smartphone oder die spezifischen Funktionen, wir haben alles abgedeckt. Und bevor du fragst, ja, wir haben Links zu all den brillanten Modellen, die wir dir vorstellen, in der Videobeschreibung hinterlegt. Du kannst sie also direkt auf Amazon checken und kaufen. Nun aber genug der Einleitung, lass uns die spannenden Features der smarten Uhren erkunden. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wenn du mehr solcher lehrreichen Videos sehen möchtest, das unterstützt uns enorm. Also schnapp dir deine Lernlust und lass uns loslegen. Wir nehmen unseren GPS-gesteuerten Kurs jetzt in Richtung Smartwatch und kommen zur Apple Watch SE der 2. Generation. Mit dem Aluminiumgehäuse und dem Sportarmband ist diese Smartwatch ein echter Hingucker. Und nein, wir sind hier nicht nur, um das hypnotisierende Design und die ästhetische Farbkombination anzuschmachten. Diese Uhr hat viel mehr zu bieten. Hast du schon mal eine Nachricht direkt von deinem Handgelenk beantwortet? Naja, mit dieser Uhr kannst du genau das machen und es ist kinderleicht. Und das Besondere? Sie ist sogar 20% schneller als die vorherige Ausführung. Würdest du eine Uhr als sicher betrachten? Die Watch SE ist es auf jeden Fall. Wieso, fragst du dich? Sie hat eine Sturzerkennung, einen Notruf, SOS und eine Unfallerkennung. Im Ernstfall ist das möglicherweise ein echter Lebensretter. Ich weiß, der Fitness- und Schlaftracker darf nicht fehlen. Deine täglichen Aktivitäten kannst du auf der Uhr verfolgen und deine Fortschritte in der Fitness-App auf dem iPhone überprüfen. Und was noch cooler ist, die verbesserte Trainings-App bietet dir fortschrittlichere Trainings, um deine Fitnessziele zu erreichen. Und mit dem Herzfrequenzmesser können sogar hohe und niedrige Herzfrequenzen sowie unregelmäßige Herzrhythmen erkannt werden. Jetzt stell dir vor, du schwimmst und hörst deine Lieblingsmusik, Podcast oder ein Hörbuch. Klingt das nicht großartig? Und ja, bei der Apple Watch SE kannst du das tun. Und das dank ihres wasserdichten Designs und mit Hilfe der GPS-Funktionalität. Und weil wir gerade beim Schwimmen sind, ein Käufer wirft ein Problem auf. Die Genauigkeit beim Schwimmen ist, wenn man zwischen verschiedenen Schwimmstilen wechselt, nicht wirklich zuverlässig. Beachte das, wenn Schwimmen deine primäre Sportart ist. Abschließend können wir sagen, dass die Watch SE eine beeindruckende Smartwatch ist, die ihren Preis von 289 € und 0 Cent rechtfertigen kann, aber einige Nachteile hat, die wir nicht verpassen können zu erwähnen. Die Akkulaufzeit ist zum Beispiel begrenzt und kommt manchmal mit nur 1,5 bis 2 Tagen daher. Das ist ein Nachteil, den du bedenken solltest, weil du das Gerät dann oft aufladen musst. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Apple Watch SE der 2. Generation ein solides Produkt ist, das viele großartige Funktionen bietet, aber auch einige Schwachstellen hat. Welche Ansichten habt ihr zur Apple Watch SE? Teilt uns das in den Kommentaren mit. Und vergesst nicht, unser Video zu liken und uns zu abonnieren, wenn ihr mehr solche aufschlussreichen Reviews sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Im nächtlichen Glanz erstrahlt sie,
die Apple Watch Series 8 in der Edition mit 45 mm Aluminiumgehäuse und Sportarmband in Mitternacht. Eingefangen im nächtlichen Himmel funkelt dieser Stern mit 4,7 von 5 Sternen und ist das richtige Accessoire für den modernen Technikliebhaber. Ja, sie ist nicht bloß ein Schmuckstück. Sie kann messen, aufzeichnen, erinnern, alarmieren und das sogar in der Nacht und im Wasser. Das robuste und dennoch leichte Aluminiumgehäuse birgt zahlreiche Funktionen. Dein persönlicher Gesundheits- und Activity-Tracker liegt fortan bequem am Handgelenk. Ein Blickfang dieser Smartwatch ist auf jeden Fall das Always-on-Retina-Display. Im Gegensatz zu vielen anderen Smartwatches ist dieses Display immer an und zeigt stets die nötigen Informationen. Ob E-Mails, Nachrichten oder Anrufe, alles ist nur ein Tippen entfernt. Vielleicht überlegst du gerade, ob es Unterschiede zur vorherigen Version gibt. Nun, da gibt es tatsächlich ein paar. Bei der Series 8 erhältst du einen verbesserten Trainingsbereich und fortschrittlichere Statistiken über deine Aktivitäten. Deine Fitnessziele waren noch nie so nah. Was ist eigentlich der Unterschied zur Apple Watch SE und der Ultra? Die Apple Watch SE ist das Einsteigermodell und ist ausreichend für Gelegenheitsworkouts. Die Ultra ist eher für Sportler oder Extremsportler konzipiert, die in herausfordernden Bedingungen trainieren oder leben. Die Series 8 für 474,98 € ist die perfekte Wahl für jemanden, der seinen Gesundheitszustand und seine Aktivitäten ernst nimmt und Wert auf fortschrittliche Messungen und Funktionen legt. Ein neues Feature ist die Zyklusprotokollfunktion, die mithilfe eines Temperatursensors rückblickende Ovulationsschätzungen ermöglicht. Damit werden nicht nur Hochleistungssportlerinnen, sondern auch alle Frauen, die ihren Zyklus besser verstehen wollen, angesprochen. Aber Moment mal, die Uhr ist nicht nur Frauensache. Der neue leistungsstarke Sensor und die App, die in ihr steckt, messen den Sauerstoffgehalt in deinem Blut. Zusätzlich ist sie in der Lage, ein EKG zu machen und dich über hohe und niedrige Herzfrequenz sowie unregelmäßigen Herzrhythmus zu informieren. Doch der Nutzer, der sich für die Apple Watch 8 entschieden hat, nehme ich einige Kritikpunkte hin. Während die neuen Funktionen sehr geschätzt werden, wird auch eine fehlende Erweiterung des Temperatursensors auf Indikatoren wie eine aufkommende Erkältung erwartet. Weitere Kritik, wohl aber Klagen auf hohem Niveau, betreffen die Größe. Die Uhr könnte an sehr kleinen Handgelenken etwas klobig wirken. Einmal mehr hat Apple bewiesen, dass Technologie und Gesundheit Hand in Hand gehen können. Dabei wurden einige Aspekte verbessert und einige neue Funktionen hinzugefügt. Alles in allem gleicht die Series 8 der SE, bietet aber einige neue Funktionen und Verbesserungen, die den höheren Preis rechtfertigen. Nicht zuletzt hängt es von deinen Bedürfnissen ab, ob du das Geld investieren möchtest. Die SE ist für Gelegenheitssportler vollkommen ausreichend. Die Series 8 ist ideal für alle, die ein genaues Auge auf ihre Gesundheit und Fitness legen wollen. Bist du neugierig auf die Apple Watch Series 8 geworden oder hast du vielleicht schon eine? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und vergesst nicht, unser Video zu liken und uns zu abonnieren, wenn ihr mehr solche aufschlussreichen Reviews sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Nachdem wir uns bereits intensiver mit der Apple Watch SE und der Apple Watch Series 8 beschäftigt haben, ist es nun Zeit, uns auf das Topmodell zu konzentrieren. Die Crème de la Crème, sozusagen. Die Rede ist von der Apple Watch Ultra, die mit einem GPS-Cellular, 49 mm und einem atemberaubenden Titangehäuse in Mitternacht mit dem Ocean Armband geliefert wird. Unter den Sternen funkelt sie fast ebenso hell, mit einer beeindruckenden Wertung von 4,7 von 5 Sternen. Dafür gibt es viele Gründe und ich möchte dir nun einige davon vorstellen. Lassen mich dir zunächst die Merkmale nennen, die diese Smartwatch so besonders machen. Beginnen wir mit dem Gehäuse. Es ist aus Titan in Raumfahrtqualität gefertigt. Das bedeutet, es ist enorm widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Zudem hält das Material die perfekte Balance zwischen Gewicht und Widerstandsfähigkeit. Ein weiteres Highlight ist das Display. Es ist das größte und hellste Display, das je in einer Apple Watch eingebaut wurde. Das sorgt für eine hervorragende Lesbarkeit, egal unter welchen Bedingungen. Nun zu einer Funktion, die dich bestimmt erfreuen wird: die Batterielaufzeit. Sie hält bis zu 36 Stunden bei normaler Nutzung. Und falls das nicht ausreicht, verfügt die Uhr über Stromspareinstellungen,
die für eine noch längere Batterielaufzeit sorgen. Die Apple Watch Ultra besticht zudem durch ihr präzises Dual-Frequenz-GPS-System. Egal, ob du beim Joggen die genaue Entfernung, dein Tempo oder die Routenkarte benötigst. Dieses System liefert dir exakte Daten. Ebenfalls bemerkenswert sind die fortschrittlichen Sicherheitsfeatures. Diese beinhalten eine Sirene, die Möglichkeit zum Backtracking, Sturzerkennung, Notruf SOS und Unfallerkennung. Damit bist du sicher unterwegs, egal was passiert. Aber auch Sport- und Naturfreunde kommen auf ihre Kosten. Der Action-Button erlaubt es dir, Wegpunkte auf dem Kompass zu setzen, Backtracks zu starten, Segmente in Trainings zu markieren, die Taschenlampe einzuschalten und vieles mehr. Zudem ist die Smartwatch bis zu 100 Meter wassergeschützt und ihren eigenen Gesetzen folgend, hat sie eine größere Toleranz, BI, der Betriebstemperatur am Handgelenk für extrem unterschiedliche Umgebungen. All diese großartigen Funktionen bekommst du für 958,98 €. Allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. Ein paar Nutzer bemängeln das Fehlen einiger spezialisierter Workout-Typen und einer besseren Schlafüberwachung, während andere den hohen Preis kritisieren. Die Apple Watch Ultra hat also viel zu bieten. Im Vergleich zur Apple Watch SE und der Apple Watch Series 8 erhältst du hier ein Produkt, das dich in allen Lebenslagen unterstützt und dich dabei nie im Stich lässt. Egal ob unter Wasser, bei einem Workout oder beim Erkunden neuer Orte, diese Uhr ist immer für dich da. Und was meinst du? Würdest du die Summe für die Apple Watch Ultra investieren? Oder bevorzugst du eine der anderen Modelle? Schreib es uns in die Kommentare und vergiss nicht, das Video zu liken und uns zu abonnieren, wenn du weitere spannende Produktreviews sehen möchtest. Bis zum nächsten Mal. Nachdem wir uns bereits tief in die Welt der Apple Watches vorgetastet haben, nehmen wir uns nun ein Modell der Konkurrenz zur Brust. Im Fokus steht die Garmin Instinct 2 Solar, ein interessantes Stück Technik, das im smarten Uhrenrennen mithalten möchte. Die GPS-Smartwatch punktet mit einer unendlichen Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus durch neueste Solartechnik, über 40 Sport-Apps und zahlreichen weiteren Funktionen. Und das alles gibt's in einer general überholten Version für 300,43 €. Mit einer beachtlichen Bewertung von 4,6 Sternen scheint die Garmin Instinct 2 Solar die meisten ihrer Nutzer zu überzeugen. Doch was genau kann die Uhr und macht sie zu einer ernsthaften Alternative zu den Apple-Modellen? Zuerst einmal spielt die Garmin Instinct 2 Solar in Sachen Akkulaufzeit in einer eigenen Liga. Dank Solartechnik kann der Akku im Smartwatch-Modus theoretisch unendlich lange halten. Zumindest, solange die Sonne genügend scheint. Das bietet natürlich enorme Vorteile und macht dich unabhängiger in deinem aktiven Lifestyle. Das robuste Design dieser Smartwatch ist ein weiteres Plus. Sie erfüllt militärische Standards und übersteht daher wohl so manches Abenteuer. Perfekt also, wenn du viel draußen und in der Natur unterwegs bist. Ein weiterer Vorteil ist das helle Display, das dir eine gute Lesbarkeit garantiert. Auch die sportlichen Funktionen überzeugen. Über 40 vorinstallierte Sport- und Outdoor-Apps bieten dir ein breites Spektrum an Aktivitäten. Egal, ob du laufen, Radfahren, Snowboarden, Schwimmen oder Indoor-Klettern gehst. Die Garmin Instinct 2. Solar stellt sich flexibel auf deine Freizeitgestaltung ein. On top kommen smarte Funktionen, die deine Garmin zu einem echten Allrounder machen. Erhalte Benachrichtigungen direkt auf die Uhr, lade individuelle Watchfaces herunter und zahle kontaktlos mit Garmin Pay. Auch in Sachen Fitness-Tracking kann die Uhr überzeugen. Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Schlafanalyse, Stresslevel und vieles mehr lassen dich immer im Bilde sein über deine Gesundheit. Ein echtes Highlight ist der Multisatellitenempfang. Neben dem gewöhnlichen GPS erhältst du mit dieser Uhr auch GLONASS und Galileo-Daten. Damit findest du jedes Ziel und dank der Trackback-Funktion auch immer wieder zurück. Natürlich gibt es auch einige Schwachstellen. Ein Nutzer kritisiert etwa, dass Garmin Pay in Deutschland nicht so weit verbreitet ist und das Zahlen mit der Uhr oft nicht funktioniert. Ein anderer hätte sich eine etwas längere Akkulaufzeit bei konstanter GPS-Nutzung gewünscht. Insgesamt aber überwiegen bei der Garmin Instinct 2 Solar die positiven Aspekte. Diese Smartwatch ist eine robuste und vielseitige Alternative zu den Apple-Modellen und sicherlich besonders für Outdoor-Enthusiasten und Sportler interessant.
Und was denkst du? Könnte die Garmin Instinct 2 Solar deine nächste Smartwatch werden? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht, uns ein Like zu hinterlassen und zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Wir haben uns bislang vor allem in die Welt der Apple Watches und der Garmin Instinct 2 Solar vertieft. Jetzt jedoch wollen wir die Scheinwerfer auf ein neues Modell richten, die Polar Pacer Pro. Die moderne GPS-Sportuhr verspricht eine Menge. Sie ist sowohl Pulsuhr, Smartwatch, Laufuhr zur Trainingsverbesserung, als auch Schlafüberwachungsgerät und Activity-Tracker und hat demnach viel auf dem Kasten. Mit einem Preis von 284,95 € liegt sie im mittleren Preissegment und mit einer Bewertung von 4,4 von 5 Sternen scheint sie den meisten ihrer Nutzer zusagen. Was aber macht die Polar Pacer Pro so besonders und unterscheidet sie von den anderen Modellen? Die Polar Pacer Pro präsentiert sich als ultraleichter, moderner GPS-Multisportbegleiter mit integriertem Barometer und einem extrem schnellen Hochleistungsprozessor. Ein helles Display sorgt für optimale Ablesbarkeit in jeder Situation. Und dabei ist sie ganz schön robust. Ihr ultradünnes Uhrglas besteht aus Gorilla Glass 3,0 von Corning. Was das Training angeht, liefert die Polar Pacer Pro mächtig ab. Sie bietet Benutzern leistungsstarke Tools für mehr als 150 Sportarten. Ob du lieber im Fitnessstudio trainierst, Rad fährst, schwimmst, eine Fitnessübung durchführst oder sogar wanderst, diese Uhr hilft dir, deine Leistung zu messen, zu analysieren und zu verbessern. Die GPS-Funktion und der Akku sind zwei weitere große Pluspunkte der Polar Pacer Pro. Die Antenne im neuen Design erfasst jede Bewegung mit verbesserter Genauigkeit und das bei einer beeindruckenden Trainingszeit von bis zu 100 Stunden. Die Polar Pacer Pro analysiert zudem deinen Schlaf und deine Erholungsphasen automatisch. So erhältst du Auskunft über die Qualität und Dauer deines Schlafs sowie die Zeit, die in jeder Schlafphase verbracht wurde. Kundenfeedback ist auch größtenteils positiv. Eine Nutzerin, die zuvor die Polar M 430 besaß, ist besonders begeistert von der Akkulaufzeit und den zusätzlichen Funktionen wie Schlaf- und Höhenmesser. Ein weiterer Nutzer findet die einfache Bedienung, die tollen Aufzeichnungen und die angenehme Tragbarkeit besonders attraktiv. Natürlich gibt es wie bei jedem Produkt auch hier kleinere Kritikpunkte. Eine Nutzerin berichtete beispielsweise von Problemen mit der Genauigkeit des GPS in dicht bebauten Gebieten, während sie es außerhalb als präzise beschrieb. Trotz der kleinen Schwächen scheint die Polar Pacer Pro eine solide Wahl zu sein, nicht nur für Profisportler, sondern auch für Fitnessbegeisterte, die ihre Leistung verbessern möchten. Ist die Polar Pacer Pro auch eine Option für dich? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, falls dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Erstens: Apple Watch Ultra GPS plus Cellular 49 mm. Dieses Modell landet bei uns auf dem ersten Platz. Mit einem hilfreichen Fitness-Tracker, präzisem GPS, einer Aktionstaste und extra langer Batterielaufzeit lässt diese Smartwatch kaum Wünsche offen. Sie punktet auch mit einem hellen Retina-Display, das auch bei starker Sonneneinstrahlung problemlos ablesbar ist. Sie bietet nicht nur die Standardfunktionen einer Uhr, sondern mehr als nur das Übliche. Der Cellular Support und das stylische Titangehäuse sowie das Ocean Armband in Mitternacht geben ihr einen zusätzlichen Schub. Zweitens: Apple Watch Series 8, GPS 45 mm, mit einem Fitness-Tracker, EKG und Blutsauerstoff-Apps sowie einem Always-On Retina-Display stellt die Series 8 ein solides Smartwatch-Modell dar. In Sachen Gesundheitstools ist sie ganz vorne mit dabei und bietet so mehr Überblick über die persönlichen Körperwerte. Sie eignet sich für jeden, der gut mit seinem Körper verbunden sein möchte. Drittens: Garmin Instinct 2 Solar. Die Garmin Smartwatch punktet mit einer theoretisch unendlichen Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus dank Solartechnik. Ihre Robustheit, mehr als 40 Sport-Apps und zahlreiche Zusatzfunktionen wie Garmin Pay positionieren sie auf einem starken dritten Platz. Mit ihrer Militärstandard-Konformität eignet sie sich besonders für Outdoor-Enthusiasten. Viertens: Apple Watch SE, zweite Generation GPS 40 mm. Mit Fitness- und Schlaftracker, Unfallerkennung, Herzfrequenzmesser und Wasserschutz ist sie ein hervorragender Allrounder.
Sie bietet alle grundlegenden Smartwatch-Funktionen und zeichnet sich durch ihre intuitiven Bedienelemente aus. Sie positioniert sich damit auf Platz 4 und ist ideal für jeden, der sich eine Einsteiger-Smartwatch wünscht. 5. Polar Pacer. Pro trotz einer soliden Performance mit nützlichen Trainingsfeatures und integrierter Schlafüberwachung landet die Polar Pacer Pro auf dem 5. Platz. Sie bietet leistungsstarke Trainingswerkzeuge für über 150 Sportarten und ein präzises GPS-Tracking. Allerdings schneiden die 4 anderen Modelle in Sachen Zusatzfunktionen und Design nach unserer Einschätzung etwas besser ab. Das waren sie also, unsere Top-Modelle unter den Smartwatches. Egal, ob du sportlich sehr aktiv bist, deine Gesundheit besser überwachen willst oder einfach mit der Technik Schritt halten möchtest, eine dieser Uhren wird dir dabei sicher helfen können. Hast du deinen Favoriten schon gefunden oder bist du noch unentschlossen? Kein Problem, einfach den Link in der Videobeschreibung klicken und mehr über jedes Modell erfahren. Du kannst sie dir direkt nach Hause liefern lassen und sie ganz bequem selbst testen. Wir schauen uns ständig neue Produkte und Trends an, also vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Gefällt mir-Button drückst und es mit deinen Freunden teilst. So hilfst du uns, weiterhin interessante und informative Inhalte zu produzieren. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und aktiv.